Muss ich mir noch überlegen. Das ist... Der Krieger, der gegen die G kämpfte. Er ließ keinen durch in den Cosmo Canyon. Aber er konnte nie wieder zur Stadt zurückkehren. Schau, Nanaki. Schau deinen Vater an, den Krieger Seto. Wow. Das sieht wieder mal episch aus. Das sieht aus, als hätte der Speer abkommen und versteinert worden. Aber das... Das ist Seto. Seto kämpfte weiter gegen den Stamm der G, um diesen Canyon zu schützen. Selbst nachdem die vergifteten Pfeile der Gs seinen Körper in Stein verwandelten. Selbst nachdem sie alle geflohen waren, beschützte Seto uns weiterhin. Und er beschützt uns noch immer. Noch immer. Wow. Du dachtest, er sei ein Feigling gewesen, der wegrannte. Doch er allein riskierte sein Leben, um Cosmo Canyon zu schützen. Das ist dein Vater, Seto. Dein Vater, Seto. So, ich... Ja, hab mal wieder vergessen, die Betonung richtig zu setzen. Das... Das ist Seto? Wusste Mutter das? Sie wusste es. Beiden nahmen mir das Versprechen ab, diese Höhle verschlossen zu lassen. Sie baten mich, sie selbst zu versiegeln und keiner Menschenseele etwas davon zu erzählen. Sie sagten, wir sollten die Existenz dieser Höhle vergessen. Cloud, könntest du uns alleine lassen? Ja. Nanaki, ich möchte, dass du deine Reise mit Cloud und den anderen fortsetzt. Opa. Hör zu, Nanaki. Cloud sagt, sie versuchen, den Planeten zu retten. Im Ernst, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Selbst wenn sie jeden Reaktor auf diesem Planeten ausschalten, wird das Unvermeidliche doch nur hinausgezögert. Selbst wenn ihr Sephiroth stoppt, wird alles zugrunde gehen. Aber, Nanaki, ich habe in letzter Zeit nachgedacht. Ich dachte, wenn da irgendetwas wäre, was wir tun könnten, als Teil des Planeten, etwas, um der Welt nur zu helfen, egal was passiert, es ist wichtig, dass wir es wenigstens versuchen. Oder hoffe nur gegen besseres Wissen? Oder hoffe ich nur gegen besseres Wissen? So. Ah, entschuldige für den Versprecher. Ich bin zu alt, um etwas zu tun. Dieses Jahr werde ich 130. Ho, ho, ho. Fuck, 130, echt verdammt. Hätten wir uns noch von 90 geschätzt, aber 130? Darum musst du mit ihnen gehen, Nanaki, um meinetwillen. Opa. Ich wollte dir deinen richtigen Vater zeigen, bevor du gehst. Ich bin so froh, dass du zurückgekommen bist, solange ich noch lebte und dir dies zeigen konnte. Opa, red nicht so. Ich möchte nicht über ein Leben ohne dich. Nun, ich hatte ein langes Leben. Opa, du musst leben. Ich werde mich darum kümmern. Ich werde sehen, was mit dem Planeten geschieht. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles. Nanaki. Ich bin Nanaki von Cosmo Canyon, der Sohn des Kriegers Seto. Ich werde als Krieger zurückkommen, der diesem Namen Ehre macht. Also bitte, Opa.
Das ist Setos. Seto. Seto. Vater. Wieder mal eine sehr schöne Szene. Untermalt mit der schönen Cosmo Canyon Musik. Und alle sitzen wieder chillig am Lagerfeuer, wie schön. Bin ich froh, dass ich diesen Weg nicht zurücklatschen muss. Der Buggy ist repariert, wir können jetzt gehen. Sollen wir losgehen? Also, das ist es. Red 13. So spielt das Leben. Manchmal bist du ganz nützlich. Okay, wen nehmen wir mit? Aeris. Ah, ich mag Aeris. Jetzt wisst ihr es. Barret. Hm? Kriegen die etwa im Hintergrund auch Level-Ups? Na gut, nehmen wir Cats jetzt noch mit. Ja, und mit dieser Szene dann verabschiede ich mich wieder. Tschö mit... Jetzt aber wirklich. Tschö mit Ö. Bis nächste Woche.